Mobile Payments und Online-Bezahldienste können unser Leben erleichtern, bergen aber auch Risiken. Darunter sind etwa fragwürdige Rechnungsstellungen, Abbuchungen und unlautere Geschäftspraktiken. Eine Taxifahrt per Mobile-App buchen ist bequem und geht schnell. Manchmal sogar so schnell, dass man später keinen Einfluss mehr auf die Höhe des Fahrpreises oder des Trinkgelds hat. Denn manche Apps nutzen voreingestellte Bezahlverfahren. Bei einem falschen Klick kann es so schnell passieren, dass Sie am Ende für die Taxifahrt mehr bezahlen müssen, als Sie eigentlich dachten. Sie können sich davor schützen, indem Sie die Einstellungen vor der ersten Benutzung einer App genau prüfen. Auch wenn Sie eine neue Bezahlform in einer bereits bekannten App wählen, sollten Sie genau hinschauen. Sind Ihnen ähnliche Probleme bekannt? Helfen Sie den Verbraucherzentralen und reichen Sie Ihre Beschwerde über unser Kontaktformular ein.